Hallo und herzlich willkommen zurück zu Per Aspera. Ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz recht herzlich zurück. Auch hier nochmal ganz kurz. Es war die letzten Wochen wirklich schwer, ein bisschen krank gewesen. Aber mittlerweile geht's wieder und ich hatte Gott sei Dank mal Per Aspera schon einiges vorher aufgenommen. Deswegen passt es gerade ganz gut. Wir sind jetzt wieder am Start. Wir haben heute den 5.2. Ich denke mal, wenn ihr das seht, ist es so in 2-3 Wochen später. Wir gucken mal rein. Also, wir hatten ja zuletzt uns hier so ein kleines, ich sag mal, Erinnerli gebaut, nämlich den Hafen, denn der war an der Stelle zumindest sinnvoll zu bauen. Hier wird es irgendwann den Überschlag geben, hin dann auch zu einem größeren Meer hier. Das heißt also, hier könnte es sehr, sehr interessant werden für uns mit dem Hafen. Wir haben ansonsten mehrere Krater noch in der Nähe. Wir müssten da natürlich gleich erstmal vielleicht irgendwie hinbauen. Wir haben zuletzt das Straßensystem komplett nochmal in Auftrag gegeben, das komplett zu verbessern. Der Hyperloop wird gerade für uns verbessert. Auch da wird es noch Änderungen geben. Also wir sind gerade dran, hier die ganze Infrastruktur im Wesentlichen zu verändern und schneller zu machen. Das ist ganz wichtig. Hier haben wir noch Sauerstoffgewinnungswerke, die wir in Auftrag gegeben haben. Da sehen wir jetzt auch gerade, dass die gebaut werden. Haben wir auch mit einer höheren Priorität versehen. Und mittlerweile, und das finde ich immer ganz interessant, ist hier schon so ein kleiner See zu sehen. Ne? So ein kleiner Fluss, Bach, wie auch immer man das nennen möchte. Der ist keine Gefahr für die Infrastruktur hier. Dafür ist das, ist der Wasserstand da zu niedrig. Der wird auch kein Problem darstellen, aber zumindest zu sehen, was los ist, ganz spannend. Glückwunsch, die Temperatur ist in einigen Bereichen des Planeten genug gestiegen, sodass sie nun über 0 Grad Celsius liegt. Wenn du die Temperatur auf dem Mars erhöhst, wird Eis in Bereichen über 0 Grad schmelzen und es wird allmählich weniger. Jede geschmolzene Einheit Eis erhöht den planetaren Widerstand und eine kleine Menge. Solange die planetare Durchschnittstemperatur niedrig ist, wird ein Großteil dieser Oberflächenwasser in Regolith absorbiert und wieder eingefroren. Doch wenn die Temperatur steigt, fließt Wasser allmählich von Regolith in die tiefer gelegenen Bereiche der Oberfläche. Auch Eis, das von deinen Gebäuden verbraucht wird, trägt zu einem höheren Wasserstand bei, während Gefrierwerke diesen Stand um dieselbe Menge senken. Wenn das Eis verschwindet und der Wasserstand steigt, musst du von der Nutzung von Eisvorkommen zur Versorgung deiner Kolonien auf ein Wasserversorgungsnetz umsteigen. Ja, das wissen wir ja schon. Das haben wir eigentlich soweit auch schon in den Griff bekommen. Wir müssen mal gucken, weil der Hinweis ist natürlich wahrscheinlich nicht ganz umsonst gewesen, sondern es geht wahrscheinlich auch darum, dass wir weniger Eis zur Verfügung haben, wobei eigentlich jetzt das Ding wieder steigt. Also versuche mal so ein bisschen zu identifizieren, ist es gerade steigend oder fallend. Aber sowohl Essen als auch das Thema Eis steigen eigentlich. Wir hatten ja zuletzt auch ein paar Kolonisten wieder verloren, weil wir das nicht so gut im Griff hatten. Wir importieren ja auch Eis. Wenn wir uns erinnern, hier sehen wir das Eisimport. Den haben wir auf jeden Fall auch am Start. Und was wir ja gerade auch machen, wir schalten noch den Sektor 12 frei, weil es hier ein Projekt gibt, das wir uns anschauen sollen. Hier gibt es übrigens auch noch Eis, das aber schmilzt, wie ihr lesen könnt. Melting. Schmilzt also. Also die Eisvorkommen, die wir noch haben, dürften sich dann mit der Zeit jetzt so stark reduzieren, dass wir sehr wahrscheinlich noch mehr Wasseraufbereitungsanlagen benötigen werden. Schade ist, dass es halt immer nur 40 Milliliter produziert. Ne? Egal, was du machst, mehr als 40 geht halt nicht. Wäre halt schön, wenn wir noch ein bisschen mehr
Wasser da rausbekommen können, also wenn wir das Fließwasser quasi erhöhen würden, also sagen wir jetzt mal, die Menge wäre nicht 29%, sondern die Menge wäre 60%, dass man dann auch statt 40 100 Milliliter oder noch ein bisschen mehr sogar, das würde natürlich hier unsere Wasserversorgung auch enorm verbessern. Jetzt ist es gerade so, dass wir weniger Eis produzieren, als wir benötigen. Jetzt ist mal die Frage, wenn es ja jetzt hier die ganze Zeit schmilzt, überall. Beispiel auch schon wieder rot hier, der Punkt. Wobei mein Gefühl sagt mir jetzt, also ich habe es jetzt gerade nicht rausgelesen, aber wenn ich jetzt hier mir das anschaue, also solange ich dann Eisbohrer drauf habe, oder? Warte mal, 6, wir gucken mal. Nee, doch, der schmilzt auch. Seht ihr das? 48, 47 und es steigt nicht rechts. Also alle Vorkommen schmilzen gerade. Das wird es auf jeden Fall mit der Wasserversorgung jetzt gleich richtig, richtig herausfordernd machen. Und zwar richtig, richtig herausfordernd. Da bin ich mal gespannt. Das wird uns auf lange Sicht wirklich wehtun. Da müssen wir mal gucken, ob wir gleich... Lass mal schauen. Gefrierwerk, ne? Ob wir das nicht nochmal anschließen wollen. Auch bewusst da in der Region, weil die Kolonien hier sind und das Eis wird dort benötigt in den Kolonien, von daher immer wichtig dann auch dort das Eis zur Verfügung zu haben, Gefrierwerk. Dann haben wir das zweite, das macht auf jeden Fall Sinn, weil wir sonst zu wenig Eis haben für die Kolonisten. Das heißt aber, mit der Zeit werden wir jetzt auf jeden Fall noch eine weitere Wasseraufbereitungsanlage benötigen. Dadurch, dass die Straßen gerade überall angepasst werden, ihr seht hier schon diese Straßen, ne? Also da sind schon viele gebaut worden. In den Regionen, wo weniger los ist, ist auch schon mehr gebaut, wobei hier waren wir immer schon ein bisschen besser. Aber jetzt hier, ne, also... Das wird natürlich seine Zeit dauern und dadurch, dass wir jetzt das mal gerade machen, haben wir auch sehr, sehr wenig Stahl zur Verfügung. Weil das Aufrüsten der Straßen auch Stahl kostet. Und auch die Bauprojekte gehen jetzt gerade natürlich langsamer, weil wir jetzt das gesamte Straßennetz ausgebaut haben. Und wir sehen auch hier kommt gerade kein Stahl hin, weil die Straßen als erstes gebaut worden sind. Was mich jetzt wundert, dass die hier keinen Stahl gerade produziert, obwohl sie alles... Moment mal. Doch, sie hat doch alles. Warum produziert sie nicht? Benötigt Ressourcen. Was benötigen die denn? Die haben doch alles. Oder? Bin ich doof. 2 und 1. Die hat doch alles. Wahrscheinlich ist einfach das Thema, dass gerade keine... Arbeiter zur Verfügung stehen, weil durch den Straßenbau natürlich exorbitant viele Ressourcen gebunden werden. Naja, wir gucken mal. Es hat auf jeden Fall Sinn gemacht, das zu machen. Ich weiß, es war oder ist ein sehr herausforderndes Bauprojekt, was uns auch erstmal ein bisschen Zeit kostet. Aber wir machen das ja jetzt hier nicht, um einen Speedrun zu machen. Wir wollen jetzt hier nicht als Schnellste fertig werden, sondern wir wollen das clever zusammenbauen. Wir machen einfach mal so gerade mal einen Blick hier drauf. Ich will einfach mal sehen, ob ich erkennen kann, ob mal die ein oder andere Straße noch fertiggestellt wird.
Aber schwierig zu erkennen, ne? Also bei der Geschwindigkeit. Wahrscheinlich habt ihr schon zweimal was gesehen und ich nicht. Hauptsache, es wird insgesamt fertig. Hier sind ja die meisten Straßen nicht gebaut. Wir schauen jetzt mal, ob wir hier das erkennen können. Nicht wirklich, ne? Aber wie gesagt, es liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an dem Thema Stahl, wobei wir jetzt hier gerade wieder steigend sind. Mehr Straßen fertig geworden. Hyperloop ist fast fertig. Das wird natürlich auch noch mal helfen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich mache mal ein Beispiel, hier oben haben wir Wasser oder eine Wasseraufbereitungsanlage etc. Und wir benötigen die Ressourcen, aber im Süden hier zum Beispiel könnte man natürlich hier den Eingang und dort den Ausgang, damit würden die Ressourcen schneller von Nord nach Süd und von West nach Ost kommen. Das wird sowieso eine Idee werden, dass wir die Systeme möglichst so aufbauen, dass wir es halt links und rechts und oben und unten haben. Was haben wir hier noch? Nukleare Nitratextraktion. Entzieht Nitrate aus Regolith und setzt N2 in der Atmosphäre frei. Wäre eine Möglichkeit. Was haben wir hier noch Schönes? Landeplätze zusätzliche. Haben wir bisher komplett weggelassen eigentlich, ne? Haben genug. Könnten natürlich dann eine neue Basis bauen. Ich weiß, dass das... Vielleicht ist das ja nötig, damit wir ein weiteres, Event auslösen. Ich habe es bisher nicht erforscht, weil ich gerne aus diesem Netz hier, aus diesem bestehenden Netz heraus, das aufbauen würde. Das heißt aber nicht, dass es jetzt die cleverste Variante ist. Vielleicht machen wir das auch die ganze Zeit falsch. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall gar nichts gesagt. Das ist schon überraschend. Verbessert Landemodule, den Bau einer neuen Basis an einem beliebigen Ort auf dem Planeten ermöglichen. Ich bin mal gespannt. Also hier fehlt noch oder hier fehlen noch Chemikalien. Vielleicht macht es auch Sinn, einen Hyperloop-Eingang hier oder Ausgang hier zu bauen, wo die Landeplätze sind. Also quasi ist ihr hier zwischen den dreien. Also dann hier so einen Ausgang hinzubauen, um dann gefühlt ist es aber jetzt schon deutlich besser geworden, deutlich mehr Straßen gebaut, gerade hier. Also hier war immer unser stärkster Bereich, den hatten wir schon mal irgendwann aufgerüstet. Und jetzt sieht man, dass hier das gesamte Netz schon deutlich aufgerüstet ist. Macht es natürlich auch schneller, das ist auch ein Vorteil. Hier sind auch schon einige Straßen gebaut. Schauen hier unserer kleinen Kolonie zu, wie sie schneller wird.
So, wo haben die denn Wartungsanlage? Hyperloop Terminal. Ermöglicht den Transport von Fracht und Arbeitern. Okay. Nur mal gucken, wie es aussieht. Keine Hyperloops in der Nähe. Ja, hat auch keinen Sinn. Aber wie klein, ne? Das ist ein Terminal. Das scheint aber nicht am Ende des Tages schon die Hyperloop-Thematik zu sein. Wartet mal. Nee. Nee. Nö. Ich denke mal, Terminal und Terminal verbinden dann Hyperloop. Aber genau wissen tun wir das natürlich nicht. 0,5 Millibar. Wir sind übrigens auch auf dem Weg, das O2-Ziel zu erreichen. Eigentlich sollten ja hier diese zwei O2-Fabriken dabei noch weiter helfen, das auch in Gang zu bekommen. Nur es wird überhaupt gar kein Stahl dorthin geliefert. Obwohl es auf Prio steht. Und Grund ist natürlich auch das Thema des Straßenbaus, der uns gerade enorm viele Ressourcen kostet. Das Gefrierwerk ist auch noch nicht weiter fertig gebaut. Auch hier fehlt Stahl. Hier sieht es, also wenn man jetzt hier lang schaut, ne, hier gibt es jetzt kaum noch irgendwelche Projekte, die gebaut werden müssen von den Straßen her. Das ist überschaubar. Das hier sieht schon sehr, sehr gut aus. Wenn man jetzt hier so lang geht, dann erkennt man schon ein sehr, sehr vollständiges Straßennetz, auch wenn hier die kleineren Verbindungen dazwischen alle noch gebaut werden müssen. Dann gibt es hier so Areale wie hier, wo natürlich dann sehr wenig an Straßen fertig ist. Das kostet uns natürlich gerade auch einfach dann die Zeit. Aber das mit dem drohenden Wassermangel und dem schmelzenden Eis ist auf jeden Fall ein Thema, weil die gehen gleich alle kaputt, die Teile hier. Also der hat noch 100, dann ist der aus. Und alle anderen Eisfabriken werden auch ausfallen. Und das ist natürlich dann problematisch, weil dann werden wir hier einen erheblichen Einbruch erleben und dann könnten uns ganz schön viele Kolonisten wirklich verlassen, beziehungsweise werden die dann, ja doch, werden uns verlassen. Also sehr sicher sogar. Und wir sehen ja anhand der noch offenen Bauprojekte, dass es gerade jetzt nicht hier in einem unfassbar schnellen Tempo vorwärts geht mit dem gesamten Bau. Fortschrittlicher Landeplatz, der ist auch gebaut. Was brauchen wir hier noch? Stickstoff, N2, Weltraumlift. Machen wir das nochmal als nächstes. So, eigentlich brauchen wir hier keine Prio mehr drauf. Wir haben 1100 davon. So, der hat jetzt gerade keine Priorität mehr nötig. Ich versuche gerade so ein bisschen die Prioritäten etwas an gewissen Teilen runterzuschrauben, damit es an anderer Stelle schneller geht. Bei 600 hiervon brauchen wir auch gerade keinen Push mehr hier drauf bei Elektronikteilen. Da sind wir mehr als gut ausgestattet. Mal jetzt hier drei Prioritäten in der Mitte rausgenommen. Dadurch könnte es ein bisschen schneller gehen im Zentrum. So, O2 und so weiter, da darf ruhig Prio draufbleiben. Das soll auch so sein. Die Chemikalien brauchen wir auch. Alles gut. Schön ist halt, ne? Ah, guck mal hier. Seht ihr? Ah, wir haben mal eine Straße entdeckt. Sehr schön. Gebaut wird. Es wird langsam, ne? Es wird langsam. Sieht schon deutlich besser aus. Also ihr seht, wir nehmen hier die Prio runter und sofort haben die Arbeiter auch Zeit, etwas mehr
oder schneller zu bauen, was den Straßenausbau angeht. Hier auch gerade zweimal Stahl gesehen und hier wird wieder gebaut. Guck mal da. Sehr gut. Also so langsam aber sicher baut sich das hier in der Mitte auf. Die Straßensysteme werden immer schneller. Da wird auch gebaut gerade, hier unten. Die Geschwindigkeit nimmt einfach enorm zu, ne? Das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Ich weiß jetzt nur nicht, das wäre mal interessant. Kann ich das dann nochmal... Ja, guck mal. Theoretisch müsste, könnte ich dann diesen Weg hier, das ist jetzt quasi Weg Stufe 1, nochmal aufrüsten zu Weg Stufe 2. Das heißt, uns wird nochmal ein etwaiges Upgrade der Straßensysteme bevorstehen, aber diese Level 1 Straßen, die müssen wir jetzt auf jeden Fall gerade mal loswerden, weil das ist sehr, sehr anstrengend. Und dauert einfach enorm viel Zeit zwischen den Wegen und alle der Arbeiter sind größtenteils überlastet. Dadurch, dass wir das jetzt schneller machen. Quite proficient in space technology. Just a little more to go. Just a little more to go. Dass wir es jetzt hier schneller machen, da sieht man dann schon, dass die Arbeiterauslastung dann runtergehen wird. Jetzt gerade, wo die Straßen noch gebaut werden, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, da ist die Auslastung noch enorm hoch. Aber wenn die Straßen erstmal fertig sind und hier sieht man das schon sehr, sehr gut, wie schnell die dann da rumfahren, ne? Also deutlich zügiger, als wenn ich jetzt hier auf diesen einfachen Straßen mich bewege, ne, da sind die Geschwindigkeiten dann ganz anders. Wenn ihr dann mal schaut, wenn die hier so lang düsen, erkennt man, finde ich, die Geschwindigkeitsunterschiede schon sehr gut. Ist wie so eine Bremse, die die dann reinhauen hier. Und umso schneller die Wege, umso besser das Versorgungsnetz. So, wir können aber trotzdem mal schauen, ob wir noch irgendwo... Haben wir irgendeinen Stoff zu wenig? Wie sieht es hier aus mit Silizium? Ist ein bisschen wenig gerade. Gerade noch drin. Strom wäre da nicht mehr. Müssten wir dann noch einmal ausbauen. Aber wie gesagt, momentan kriegen wir nicht mal diese Projekte hier im Zentrum und die sind auf Prio fertig. Deswegen macht es gerade nur ganz, ganz wenig Sinn, jetzt noch 10 neue Projekte anzufangen. Auch wenn wir gerade nicht so viel machen können, ist es wichtig, dass wir das jetzt mal in Angriff genommen haben. Wir hätten es wahrscheinlich mit der Zeit einfach immer mal wieder machen müssen. Jetzt haben wir alles auf einmal gemacht. Das kostet uns dann entsprechend jetzt einfach mal ein bisschen Zeit. Aber hier zum Beispiel der Eisbohrer, ne, der schmilzt nicht, weil es tiefer gelegen ist, ne, oder? 6728, hier guck mal. Ne, doch, schmilzt auch. War gefühlt langsamer als Level 1 Minen. Also ich finde, man sieht das sehr, sehr stark, wenn die hier über diese langsam da, zack, wie schnell der jetzt gefahren ist und zack, und dann wird er hier so richtig langsam plötzlich. So, die sind gebaut, ne? Oder? Ja, die sind fertig gebaut. Unsere O2-Gewinnungsmaschinen. Sauerstoffgewinnungsfabrik. Zwei Stück gebaut. Die sind jetzt hier auch direkt
in der Mitte. Und hoffentlich werden wir dadurch dann jetzt auch gleich mit dem Windpark den Vorteil haben. Was war jetzt hier nochmal? Wir hatten doch hier vorhin auch noch ein Bauprojekt. Hier ist das Gefrierwerk, ist auch fertig, das zweite. Deswegen haben wir jetzt auch kein Wasser mehr über. Also die Bauprojekte sind abgeschlossen. Damit können wir wieder die nächsten Schritte machen. Uran, das dürfte im Flutgebiet liegen, ist aber eigentlich kein Thema, weil wir... Hier ist noch Silizium. Wie sieht es denn hier eigentlich aus mit... Ganz kurz schauen. Das ist eine Siliziummine Level 1. Keine Wartung, keine Energie, aber nicht in der Flutzone. Ja, man erkennt das ja hier schon an dem etwas helleren, an der helleren Farbe. Könnte man also noch abbauen, genauso wie hier. Silizium. Ist jetzt nicht besonders knapp, aber könnte ein Thema werden. Schön wäre natürlich hier, aber ich finde schon, dass man sehr deutlich sieht jetzt, dass das Wasser, mal hier, lass mal gerade schauen, ist hier schon, ja, hier sind die ersten Verbindungen. Frag mich, was das ist. Und dann wäre ja spannend, aber es sind hier mehrere, ne? Ich glaube, das war das Eis. Kann das sein, dass da vorher Eis war? Wahrscheinlich ist das so. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir verbinden jetzt mal hier den Hafen, um den auch zu bauen. Dann lass mal schauen, wie machen wir das denn am besten? Flutzone. So, dann machen wir mal hier. Zone. So. Batterie. So, und wir haben ja keine Wartung. Oh, irgendein Projekt ist fertig. Schalte Sektor 12. Fertig oder frei ist fast abgeschlossen. Oder haben wir es abgeschlossen? Oder ne, Ressourcen sammeln. Was war das? Starte einen Satelliten und schalte Sektor 12 frei. Da sind wir gerade, ne? So, zeigt er mir das an? Ist doch gar... Hier, das, die sind auf dem Mars. Oder sind wir hier gerade? Ah ja, hier sind wir kurz davor. Also wir bremsen wieder einen Methan-Asteroiden. Das ist das, was gleich fertig ist. Dachte mir schon gerade, welches Projekt wird denn jetzt fertig? So, mitten in unserem Bau hinein bremsen wir mal eben einen Methan-Asteroiden. Zack, da sehen wir ihn. Und dann fällt er auch schon da nieder. Und was wir jetzt hier weitermachen wollen, wir wollen ja hier noch die Wartung weiter pushen.
So. Dann haben wir das mal verbunden. Wir verbinden also den Hafen mit den entsprechenden Gebäuden, weil ich glaube, dass wir das jetzt hier bald aufbauen können. Und dann wird es natürlich interessant, weil wir auf dem Wasser enorm viele Ressourcen abbauen könnten. Und diese Erschließung ist für uns elementar wichtig. Nichts. Und wir könnten hier auch das Thema Aquakuppel und so weiter, das geht ja auch, ne? Also eine Aquakuppel kann auch O2 umwandeln, das heißt, es geht dann auch nochmal schneller. Ihr habt übrigens gerade gesehen, dass die O2-Variation jetzt ziemlich weit runtergegangen ist aufgrund des Methan-Asteroiden. Das war ein bisschen kontraproduktiv, aber wir haben ja genug Fabriken, die hier gerade laufen. Das war das einzig Negative. Auf der anderen Seite haben wir damit hier den Druck nochmal erhöht. Und ja, Wasser sehen wir auch, 675 Meter. Auch hier wird es also demnächst noch Möglichkeiten geben, weitere Wasseraufbereitungsanlagen zu bauen. Eine nächste ist auch schon in Betrieb gegangen, wie wir hier sehen können, plus 40. So, es war ein langer Weg hier mit den Straßen am Anfang, aber jetzt kommt wieder Bewegung rein, ihr Lieben. Wir machen weiter im nächsten Teil. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann lasst mir doch ein Like da. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke anmacht. Ihr kennt das ganze Spielchen. Bis zum nächsten Teil, euer Kentrigo. Ciao, ciao.